Schönen guten Morgen. Es gibt Good News und zwar, wir waren ja jetzt seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr auf den Philippinen. Also wir haben unsere Familie dort schon echt lange nicht mehr gesehen. Also Kat und ich und auch meine Mom, wir haben so extrem Heimweh. Wir würden am liebsten zurückfliegen. Aber es gab jetzt bis vor kurzem noch die ganze Zeit die strengen Quarantäneregelungen. Bisher dürfen auch Touristen nicht einreisen. Aber dadurch, dass wir sozusagen Balikbayan sind, also auch Familie dort haben und meine Mom ja auch eine Philippiner ist, gilt es für uns nicht. Und deswegen könnten wir theoretisch einreisen. Aber bis vor kurzem waren die Quarantäneregelungen noch sehr, sehr streng. Also man musste 2 Wochen in einem Quarantänehotel verbringen. Dann haben sie die Regelungen wieder gelockert. Dann musste man nur 7 Tage in einem Quarantänehotel verbringen. Also da hat man halt selber keinen Einfluss drauf. Also wenn man dorthin fliegt, dann kommt man in irgendein Hotel. Und das muss man auch alles bezahlen und so weiter. Und, wir haben halt gesagt, wir warten jetzt lieber noch, bis die Zahlen runtergehen, bis es einfach sicherer ist, auch auf die Philippinen zu fliegen, weil dort ja auch die Zahlen relativ hoch sind. Vor allem, wir fliegen ja immer nur so 2 bis 3 Wochen auf die Philippinen und dann eine Woche davon wären wir dann nur in einem Quarantänehotel. Das ist halt mega blöd für uns. Und deswegen haben wir gedacht, ja, warten wir lieber noch ab. Und jetzt gibt es aber aktuell wohl neue Vorschriften, und zwar darf man die Quarantäne zu Hause verbringen. Also man kann hinfliegen, einen PCR-Test machen. Wenn dieser PCR-Test negativ ausfällt, dann kann man eine Heimquarantäne machen, was mega ist, finde ich. Also ich habe gesagt, das würde ich eher schon auf mich nehmen, weil da bin ich zu Hause, da bin ich bei meiner Familie auch und bin einfach in meinen eigenen 4 Wänden sozusagen. Da lässt sich es einfacher aushalten, also da lässt sich es einfach besser aushalten als in einem Quarantänehotel. Das wären dann auch nur 5 Tage, aber ja, wir müssen noch überlegen, in welchem Zeitraum wir fliegen. Aber ja, wir überlegen noch. Ich habe hier übrigens wieder angefangen, etwas auszusortieren, weil in meinem Ankleidezimmer habe ich echt so viele Klamotten, die ich einfach gar nicht mehr anziehe. Das habe ich jetzt soweit aussortiert. Ist doch einiges zusammengekommen. Und trotzdem war ich aber nicht konsequent genug. Weil ich habe sehr, sehr viele Teile trotzdem hängen lassen, weil ich konnte es nicht übers Herz bringen. Und deswegen, ja, ist es jetzt erstmal dieser Sack hier. Ich bin jetzt gerade hier in Elianas Kinderzimmer und hier hat sich was verändert. Ich habe ein Magnetboard an die Wand gehängt für ihre Kunst, dass ich dann einfach da dran pinne mit Magneten. Und eine Sache, die ich noch gar nicht gemacht habe, sind hier die Knöpfe anbringen. Dafür habe ich diese süßen Knöpfe hier bestellt bei Amazon. Und die mache ich jetzt mal dran. Cute. Malstunde. Das ist aber schön, Eliana. Machst du einen Vogel? Nein. Was dann? Ein Vogel, Paris-Morgen, Maschine, Spielzeug, Robotermaschine. Ah, okay, alles klar. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Das sind Elianas Bilder. Komm mal her, Eliana. Das hier? Der große Wolf und die kleinen, alle 10 kleinen Schweinchen. Was ist das hier? Eine Bohrmaschine.
Eine Bohrmaschine? Mhm. Echt jetzt? Mhm. Okay. Sehr kreativ. Okay, jetzt zu. Schnell. Ganz schnell, Iliana. Mann, ich hab verloren. Ganz schnell runterdrücken. Ich schwör, gell, das ist so langsam. Immer bei mir, Iliana. Bei diesem Spiel hier kommen mir immer richtige Kindheitserinnerungen hoch. Ich habe das früher als Kind auch schon voll oft gespielt, aber es war nur so ein bisschen kleiner. Also das ist jetzt echt riesig. Es gibt da, glaube ich, verschiedene. Das ist so ein einfaches Spiel, aber es macht irgendwie immer noch so Spaß. Also finde ich super. Autsch. So, das kommt hier rein. Ich habe jetzt geduscht und mich ready gemacht. Draußen ist auch schon dunkel. Ja, meine Mom wollte heute eigentlich herkommen. Sie war ja jetzt schon eine Weile nicht mehr hier. Aber sie hat heute erfahren, dass ein Kumpel von unserem Stiefvater positiv getestet worden ist. Und die haben ihn vor kurzem noch getroffen. Deswegen haben sie gesagt, sie bleiben jetzt zur Sicherheit mal zu Hause, weil meine Mom ist auch erkältet, also hat auch Symptome. Aber ja, sie macht heute Abend auf jeden Fall mal einen Test und ja, mal schauen, wie der ausfällt. Oh mein Gott, Leute. Meine Mom hat gerade einen Test gemacht. Und, ich will es gar nicht aussprechen, aber der sieht verdächtig positiv aus. Ich zeige es euch mal hier. Also die Linie ist noch relativ schwach. Sie bleibt, es hat auf jeden Fall gesagt, dass sie zu Hause bleibt und dass sie auch nochmal einen Test macht bei der Teststation. Also sie soll morgen auf jeden Fall nochmal einen Test machen und gucken, ob die Linie stärker wird. Aber es sieht eigentlich schon sehr krass noch positiv aus, weil sie jetzt schon zwei Tests gemacht. Und ja, dann warten wir mal ab. Es geht ihr soweit aber eigentlich ganz gut. Sie hat halt Erkältungssymptome, Husten, Schnupfen, so was man halt so hat, wenn man erkältet ist. Shit. Darauf erstmal ein Apple Crumble. Aber hol erstmal das Glas, was du geholt hast. Nein. Doch, mach das bitte wieder zurück. Oder in die Spüle rein. Ja, also. Eliana, nein. Ah, ich bin so abgeholt. Nein, Eliana, nein. Es reicht jetzt. Du tust die ganze Zeit die Sachen rausholen. Ich und dann liegen lassen. Glas. Hol, nein, hol erst, hol das Glas bitte. Vom Papa. Da, wo du deine Finger reingesteckt hast, bitte holen. Ja, aber da schon deine Hände reingesteckt, das will Papa bestimmt nicht mehr trinken. Holen. Schau, Eliana, wenn dir langweilig ist, dann räum die Höhle auf und räum dein Zimmer auf. Du musst dich nicht langweilen, du hast genug zu tun. Der Apple Crumble ist fertig. Wir gehen jetzt zu Kat und Leo. Den nehme ich dort mit. Denn wir schauen jetzt nämlich zusammen Are You the One? Es kommt auf RTL Plus jeden Dienstag. Und deswegen machen wir das jetzt, ne? Wir sind jetzt bei Kat angekommen und essen Apple Crumble. Ich habe einen Arzt gefunden für Kinder. Ah. Kat hat heute den ganzen Tag verbracht, einen Kinderarzt für unsere Schwestern zu finden. Also ich habe wirklich alle Kinderärzte durch. Voll krass, oder? Und dann haben mir voll viele geschrieben, probier es mal bei denen und so. Ich habe gehört, die nehmen noch welche auf. Dann habe ich da angerufen. Nein, nehmen wir keine mehr auf. Ja, ist richtig schwierig. Ist bei Iliana schon schwierig. Man muss eigentlich jetzt schon ein Kind anmelden, weißt du, damit mein Kinderarzt sagt, wo man noch kein Kind hat, bevor man überhaupt schwanger wird. So. Ich möchte mein Kind anmelden für irgendwann. Mama! Damit ich schon mein Kinderarzt habe. Mama, Pipi. Dann geh. Viel Spaß. Ja. Und schmeckt's? Ja, lecker. Ich habe vergessen, den Vlog zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt. Auf jeden Fall haben wir noch Are You The One geschaut. Und das war sehr, sehr
spannend. Ich muss echt sagen, von den ganzen Reality-Shows finde ich Are You The One echt so am coolsten. Irgendwie, keine Ahnung. Alles andere catcht mich irgendwie nicht so krass. Also Bachelor oder was gibt's denn noch? Love Island finde ich auch ganz cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so für Reality-Shows schaut. Das würde mich mehr interessieren. Vielleicht schaue ich mal was anderes an, weil wir haben ja dieses RTL Plus und da gibt es eigentlich auch alle Reality-Shows so. Aber wir schauen eigentlich nur Are You The One und dafür zahlen wir einfach jeden Monat 5 Euro. Ja, deswegen eigentlich lohnt es sich gar nicht so krass. Aber ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so schaut. Und ja. Ich sag dann mal Tschüss für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!